Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Armada 2 im Multiplayer-Modus zusammen mit dem Anno Holley. Moin Moin. Guten Tag. Mitten in der Schlacht unseres, naja, nicht unseres Lebens, aber ach, wie an der Akira, die da einfach mal so betrunken im Weltall umlümpelt. Jetzt ist sie kaputt. Ach ja, gute Akira-Klasse. Habe ich übrigens in Bridge Commander gerne gespielt. Ich weiß nicht warum, aber ich fand die da interessant. Ich fand die generell sehr cool. Ich finde die auch hier im Spiel ganz nett. Was wird das jetzt hier so langsam? So. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Ausführung nicht möglich. Filtern, Station filtern, das bringt uns gerade nicht viel. Ich müsste mal meine Flotte weiter aufbauen, denn inzwischen haben wir einen Planeten eingenommen, haben da die orbitale Förderstation drumherum gebaut. Jo. So haben jetzt eigentlich genug Ressourcen, nur Latinum fehlt uns dann halt wieder. Aber pff, Latinum. Ey, who cares about Latinum? Wenn wir es momentan eh nicht brauchen, können wir es auch weglassen. So sehe ich das auch. Okay, bei mir ruckelte das gerade ein wenig. Scheint so ruckelst du mal zum selben Zeitpunkt. Find's jetzt gut. Da, oh, ich meine Geronimo ist irgendwie. Ja, die ist auch auf sich allein gesetzt. Ja, nee, das, ja, die verliert da halt irgendwie so ein bisschen rotes Plasma. Ah, interessiert doch keinen. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Wieso lasst ihr euch immer dazu hinreißen, in den gefährlichen Nebel zu kommen? Ja, willkommen im Club. Wir treffen gerade Mulana ein, die wir hier angreifen wollten. Ändern Sie den Kurs. Oh Gott. Die Gesundheit. Na, er müsste nur ein kleines Hüsterchen loslassen. Meine Stimme doch heute schon sehr arg benutzt worden. Leider äußerst unproduktiv. Aber da hilft auch die kräftigste Stimme nicht, wenn man gegen ein geschlossenes Mikro anredet oder irgendwas, ne? Ich weiß nicht, wovon du redest. Okay. Ich hab nichts gesagt. Du wirst da vom Raum mit deinen Galaxies angegriffen, aber interessiert dich, glaube ich, nicht die Bohne. Nö, die marschieren da so durch wie geschnitten Brot. Gut, also ich baue, während Anu alles mal hier platt macht. Im näheren Umkreis. Das ist schon mal schön, dass jetzt die Ressourcen hier ordentlich eintrudeln. Ja. Alle Waffen feuern. Ich wundere mich die ganze Zeit, dieser Romulaner, der baut hier irgendwie ein Frachtschiff nach dem anderen. Er versucht dich tot zu liefern. Ja. Wir wissen nicht mehr, wohin mit den Ressourcen. Bitte hört sie auf. Das ist ein logischer Befehl. Stationsbau begonnen. Ich glaube, die Flotte ist voll, oder? Das ist ein bisschen wenig, oder? Ha! In Bereitschaft. I don't know. Richtung wird gewechselt. Schauen wir mal. Bestätigt noch Sternenflotte. Einmal. Bis zum Maximum gefüllt. Steuermann, ein neuer Kurs. Beide zusammen. Und machen hier aus Flotte 2. Eine Galaxy mit vier kleinen Intrepid-Klassen. Das sieht aus wie Mama Ente mit ihren Küken. Während hier unsere erste Flotte doch schon an der Decke des Weltalls hängt. Machen Sie ein Logbuch-Eintrag. Bitte. Bitte heißt das. Folded by truck, wa? Kursänderung. Alle Sektionen in Bereitschaft. Bewaffnet und bereit. Bewaffnet und bereit. So muss bringen Sie uns in Waffenreichweite. So nicht anders. Mulana nähert sich seinem wohlverdienten Schicksal. Alle Waffen feuern. Ein bisschen hat sich deine Truppe wohl dezimiert, wa? Ja. Aber in der Mitte sammelt sich schon wieder, also.
Ach, natürlich. Auf Gefechtsstation. Schiffsbau begonnen. Ich werde mit Flotte 1 ein bisschen nach oben gehen. Mal gucken, was da so passiert. Alle Sektionen in Bereitschaft. Alle Sektionen in Bereitschaft. Alle Sektionen in Bereitschaft. Bewaffnet und bereit. Steuermann, ein neuer Kurs. Der Romulaner scheint ausgeräumt. Alle Sektionen in Bereitschaft. Schiffsbau abgeschlossen. Bewaffnet und bereit. Kursänderung. Wir sind in einem gefährlichen Nebel eingetreten. Das ist rot, da müssen wir durch. Rot ist gut. Rot ist immer Signalfarbe. Na, meine Flotte wird wieder etwas stärker dezimiert. Vor allem, da meine Akira-Klassen ihre Spezialangriffe auch einfach neben die Station gefeuert haben. Was nur komisch ist, dass der in seiner Base nicht viel anderes stehen hat, außer seine Sternbasis. Schiffsbau abgeschlossen. Komm schon, zerleg das Ding. Keine klingonische Technologie. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Ausführung nicht möglich. Das ist ein Konstruktionsschiff auf der Flucht gewesen. Ändern Sie den Kurs. Also ein bisschen was hat er versucht zu bauen, aber irgendwie hat das wohl nicht so richtig geschafft. Wenn ich die Basis hier jetzt übernehme. Bestätigt, Sternenflotte. Alle Sektionen in Bereitschaft. Kursänderung. Brauche ich, glaube ich, ein Reparaturschiff für, oder? Alle Sektionen in Bereitschaft. Demontage beginnt. Demontage beginnt. Demontage beginnt. Demontage beginnt. Stationsbau begonnen. Forschung begonnen. Auf Gefechtsstation. Kurs wird geändert. Bewaffnet und bereit. Das ist nur die Fördereinrichtung. Halten sich die Leute nicht drauf, weil die Lebenshaltung eben einmal war. Ja. Schiffsbau abgeschlossen. Das Problem haben wir hier an der Basis. Warte, du hast 600 Offiziere? Diese 596. Stationsbau abgeschlossen. Alter Schwede. Kurs wird geändert. Ich gehe jetzt mal auf den, der parallel zu mir sitzt. Steuermann, ein neuer Kurs. Ist auch super, ich beam die ganze Zeit Leute da drauf und die sterben, weißt du? Ich schaffe immer nur so einen Dreh an der Schraube, so von Lebenserhaltung. Es geht einfach weiter, sind einfach nachgebeamt, ey. 300 Leute brauchen wir noch, wir müssen noch 300 mal an der Schraube drehen. So, was ist jetzt hier los? Ist keiner? Doch. Jetzt auf die starke Runde nicht. Auf Gefechtsstation. Aber irgendwie scheint sich die KI hier teilweise gegenseitig schon sehr ausgeräuchert zu haben, kann das sein? Ja, irgendwie hat die sich scheinbar selber schon stark dezimiert. Weil blau ist jetzt hier, da war nur eine Sternbasis und eine orbitale Einrichtung. Ja, wie hier oben mit dem Klingonen auch. Da war auch nicht viel. Sternenflotte. Ha, vielleicht sollten wir die dann demnächst auch mal in Teams machen. Forschung abgeschlossen.
Nur so eine kleine Idee am Rande. Unterwegs. Schiffsbau abgeschlossen. Ein Reparaturschiff basteln. Ich weiß immer ein bisschen, was geht. Kannst du warpen? Ja, kannst du. Nein, etwas ist abgeschlossen. Feind angegriffen. Zu wenig Offiziere. Bewaffnet und bereit. Das Konstruktionsschiff kann natürlich nicht warpen. Nee, leider nicht. So, was haben wir hier unten rumstehen? Herzlichen Glückwunsch, ihr wurdet alle befördert. Ihr seid Flotte 1. Yeah. Die Galaxy mit der USS Formidable A ist meine Flotte 2. Allein. Kurs wird geändert. Allein. Nicht möglich. Allein. Sie ist allein, aber nicht mehr lang. Und jetzt gibt's die Sovereign. Auf Gefechtsstation. So, kann man bitte das Ding reparieren? Sieht so danach aus, als ob das hier ein Zweierpartler wert war. Ja, irgendwie schon, wenn wir da jetzt durchfliegen würden. Also, das sind nur 2 KIs übrig. Von 6. Aber ich habe noch nicht eine Meldung gekriegt über einen zerstörten Gegner. Ja, wahrscheinlich, weil nur eben einzelne Schiffe umgurken, aber. Kursänderung. Ja. Hat immer noch was Braunes gesehen. Da versteckt sich doch irgendwo wer, oder? Ändern Sie den Kurs. Versteckst du dich? Bist du ein Asteroid? Ach ne, das brauchst du Asteroidengürtel. Alles klar. In Bereitschaft. Hey, sie fliegen immerhin um den Nebel drumherum. Ich bin stolz. Voll proud. Immer mit der Ruhe. So, bei mir ist wieder nichts. In Bereitschaft. Richtung wird gewechselt. In Bereitschaft. Hier ist ein KI. Kardasianer. Schiffsbau. Der hat auch nix. In Bereitschaft. Alle Waffen feuern. Wir haben nochmal Spezies 8472. Hier wird auch nicht viel zu melden. Also irgendwas stimmt nicht. Ich glaube, die KI hat sich selber so sehr zugesetzt, dass einfach gar nichts mehr geht. Immerhin habe ich es jetzt geschafft, mal meine Crew runterzudrücken. Okay. Schiffsbau abgeschlossen. Euer blaues Konstruktionsschiff, was du in Gürtel fällst. Würde ich mal sagen, einfach mal angegriffen. Kommando suchen und zerstören, ne? Kurs wird geändert. Suchet und vermehret euch. In Bereitschaft. Zu wenig Offiziere. Alle Sektionen in Bereitschaft. Alle Sektionen in Bereitschaft. Irgendwo muss ja noch was rumschillern. In Bereitschaft. Ah, hier ist noch was. Hier ist noch versucht, ein kardasianisches Konstruktionsschiff zu fliehen. Lass es nicht entkommen. Mach's komplett platt. Erwarten Befehle. So. Mein Intrepid schaut mal vorbei. Haben sie gut gemacht. Ja, sehr schön. Ah, hier ist noch eine mulanische. Fördereinheit rechts. Mulaner waren schon die mit der Maid verbreitetsten hier gefühlt. Ja. Die wir zuerst geklettert haben. Transport nicht möglich. Hier fliegt noch eine Venator-Klasse rum. Gefährlichen Nebel eingetreten. Oh. Schiffsbau begonnen. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Wir haben schwere Schäden durch einen Nebel erlitten. Bestätigt, Sternenflotte.
Meine Galaxy-Klasse, die ohne Waffen hier rumfliegt, hat nur was gefunden. Scheiße, leider kann sie nicht schießen. Ich würde ja, aber ich kann nicht. Wo denn? Hat da oben was Rotes? Oben mittig. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Genau. Ja, sie sind so. Die sind so heiß auf die Kills. Die fliegen wieder durch den Nebel. Kamikaze da durch. Seid ihr aber auch, oder? Ja, die kennen da keine Gnade. Hier ist noch ein kardassianisches Konstruktionsschiff. Wo kommen denn die auf einmal her? Wie die Ameisen. Auf Gefechtsstation. Das Schlimmste wäre jetzt, wenn die Romulaner noch irgendwo ein getarntes Schiff haben. Oh, das wäre übel. Vor allem, ich habe keine Offiziere. Ich könnte jetzt nichts mehr vorstellen. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. So. Der Wandler ist hartnäckig, aber gleich ist er down. Wir sind in einem gefährlichen. Die orbitale Förderstation lässt sich auch nicht so einfach platt machen. Jetzt ist er weg. Ha. Joa. Kommt raus, wo immer ihr seid. Ah, warte mal, hier, Kardassianer. Ändern Sie den Kurs. Links, genau, da wo die. Da. Da. Zweites von rechts. Das ist eine Minenstation. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Schon wieder. Suchen und zerstören, bitte. Bereit und willig. Bereit und willig. Überall weiß und grün auf der Map und irgendwo versteckt sich noch was. Von dem Ganzen irgendwas Braunes, was du erstmal im ersten Moment nicht siehst, ne? Wahrscheinlich, oder was Rotes, was sich im Nebel versteckt hat. Leider gibt uns da auch die Karte keine Auskunft. Nee. Ich mal die Station ausblende. Das hier natürlich irgendwas. Muss ich auch gerade probieren, aber. Forschung begonnen. Schiffsbau begonnen. Feindliche Schiffe angezeigt, okay. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Das ist groß. Demontage beginnt. Planeten. Wir sind in einem gefährlichen Nebel eingetreten. Transport nicht möglich. Gehört eventuell einer der ein Planet noch irgendwem? Die haben mir ja schon alle geschnappt. Auch das am Wurmloch, auch den Planeten am Wurmloch links? Alles gar kein Planet. Oh, Feind angegriffen. Unten links. Schiffsbau abgeschlossen. Zu wenig Offiziere. So also ein Wächter. Wandler. Ach ja, Wandler. Genau, danke. Steuermann, ein neuer Kurs. Alle Sektionen in Bereitschaft. Wir sind das jetzt was bringt. Gefährlichen Nebel technisch überlegen durch getrennte Unterlasse. Hey, na komm schon. Geht down. Es dauert eine Weile. Suchen und zerstören. Sie haben gewonnen. Hey! Keine einzige Anzeige gekriegt, dass wir Gegner ausgerottet haben, aber. Jo. Wir haben es tatsächlich geschafft. Es war auch irgendwie weniger kompliziert, als ich gedacht hätte, bei 6 schwer KIs. In der anderen Runde vorher hat das alles ein bisschen länger gedauert, war es alles ein bisschen langatmiger. Ja. Hier haben sich schon mal die Gegner schon mal direkt auf die Fresse gegeben und sich selber damit aus dem Spiel genommen. Ja, es war irgendwie geschnitten Brot am Ende, ne? Tja, für dich ja, für mich war es halt Standard, ne? Zugucken und ein bisschen was bauen, ein bisschen klicken so. Klicki, klicki, bunti, bunti.
Wir haben gewonnen! Hallo, wir wollen Bitches High Five!